Mann! Das hat er sich selbst zuzuschreiben. Vieren und Fahrt aufnehmen! Volles Segel, Bewegung! Ich weiß, unser Mädchen kann segeln. Jetzt zeigt es! Da hinten ist ein Wrack. Sieht frisch aus. Ich sehe es. Hoffen wir, dass Thatch nicht dasselbe Ende fand. Wir zerschellen gleich ein Land, keine Patrouillen. Rahm- und Marssegel fest zum Mann. Das läuft langsam aus dem Ruder. Ein Dutzend Kisten Medizin sollten doch zu finden sein. Das habe ich nicht gemeint. Sondern Thatch und Ponygold und einen sinnlosen Kleinkrieg. Meinst du es nicht? Oh doch, nein. Aber beide haben das Herz am rechten Fleck. Sie beide wollen das Beste für die Leute in Nassau. Nur ist das auch der beste Kurs für uns? Eine Stadt retten, die nicht viel wert ist? Wir sind alles kein Geld. Wir nehmen und geben und leben mit Herz. Wo immer wir sind. Welche Lösung schlägst du denn vor? Die Antwort heißt Macht und Reichtum, nicht Geld. Fänden wir das Observatorium, hätten wir genug Geld, um ganz England zu kaufen, dann würden wir über diese Kaiser und Könige herrschen, als wären sie selbst nicht mehr als Bauern. Das sind große Worte, Captain. Aber segelst du für deine Crew oder für dich selbst? Ich will das Beste für die Crew. Aber das schmeckt mir nicht. Als lebte ich nur für andere und nicht für mich selbst. Großsegel, los geht's! Alles einholen, aufholen, los! Captain über Bord! Halbes Segel, fangt etwas Wind ein! Gegner kommt auf uns zu! Mars- und Top-Segelwerk! Der Wind wird immer stärker kämpfen! Segel setzt! Bewegung! Steuerbord! Da treibt Beute vorbei, Captain! Komm! Segelreffen raus aus der Böe! Hier sind... Feuer! Ein unplatzierter Schuss! Feuer! Achtung, Edward!
versenken, Kenway. Feuer! Na, ein guter Treffer könnte sie Feuer! Da bringen. Bereit zu feuern, Captain. Feuer! Feuer! Sie verwundbar, Captain. Feuer! Zurück, die werden uns versenken. Nehmt die Rahen aus dem Wind! Obersegel! Mehr Segel! Alle Segel! Bleibt standhaft, Jungs! Sieh da! Das ist die Captain, die Queen Anne's Revenge. Und sie sieht nicht gut aus. Keine Abstimmung. Thatch ist unterlegt. Die Crew wird verstehen. Auf die Station, Leute! Wir segeln in die Hölle! Segelreffen raus aus der Schussweite bleiben! Bringt jeden fetten Stoff in den Wind! Topsegel reffen! Flieg nach Feuer! Alle Segel einholen! Verdammt, bist du verrückt, Captain! Feuer! Getroffen, Captain! Feuer! Ja! Auf dein Zeichen, Captain! Feuer! Ja! Sieh da! Wir können sie entern! Feuer! Ihre Kanonen! Ja! Lass mir die Hörn fliegen und entern, Sir! Das wird überwältigt. Ich gehe an Land. Du bist in ein Wespennest getreten, Thatch. Im Dienst einer guten Sache. Medizin meinst du hoffentlich? Hi! Eine Gallione! Wenn wir die Rotröcke loswerden, holen wir sie vielleicht ein! Oh Gott! Bleib standhaft, Bonnet! Die Waffen bereit und den Rücken zur See! Hab ich das Bücher auf ein solches Gewimmel vorbereitet, Meister Bonnet? Oh, nicht im geringsten, nein. Eines ist sicher, man lernt mehr aus Taten als aus Büchern. Vergiss das nicht! Viele liegt dir nicht. Oder Thatch? Sanftmut erschafft nun mal keine Legenden. Gentlemen, unsere Galeone ist wieder da. Achtung! Zu meinem Schiff, so schnell es geht. Die entkommt mir nicht wieder. Oh, das ist zu viel. Ich bring dich zurück zur Jackdaw, wenn der Rauch sich gelegt hat. Doch erst brauche ich einen Steuermann. Zu Befehl! Halt auf sie zu, Kenway! Wo sind die verdammten Zerstörer? Da, Cap! Da sind sie am empfindlichsten! Da ist sie am schwächsten! Präsentiert sich uns! Lasst sie dafür bezahlen! Lass sie nicht aus den Augen! Captain, ein paar Treffer hier und sie bricht! Wie geht das Pulver aus, Captain? Verflucht! Und die Gallione sinkt einfach nicht! Ich sehe den versprochenen Teufel, Thatch. Oh, ich hätte meinen Engel gezeigt, hätten sie... Sie ist geknackt, Männer! Schickt sie zur Hölle! Finde den Captain und beende es. Captain! Und beende es, Captain! I think I can hit him! I've got a clear shot!
einfacher Mann und kein Mörder. Und hättet ihr euch ergeben, würdet ihr jetzt nicht bluten. Friss Haifisch, Dreck, Großmaul! Du wirst in der Sonne baumeln wie deine Kumpane in Boston! Der König versprach ein Pardon. Captain, wir waren im Frachtraum. Nur spärliche Beute. Doch wir fanden Medizin mit einem Charlestown-Stempel. Vielen Dank, Mr. Hans. Wir können Nassau hier draußen nicht nur mit Gewalt und Glück versorgen. Wir sollten nach Charlestown zur Quelle. Hallo? Waren wir siegreich? Ich fürchte, ich habe nicht die Ausdauer und Unverwundbarkeit, die ein Glücksritter wohl braucht. Triff mich in Charlestown. Heute, in einem Monat.